Helden sind da. Brauchen wir auch eine Vierer. Na, dann gehen wir doch gleich mal dahin. Nachgeladen haben wir. Machen wir mal gucken, ob das jetzt, ob es da noch verschiedene Entensorten gibt, weil hier oben steht an der Aufgabe steht ja Zwergschneegänse. Und hier ist ein Rostschneegans. Ob das das gleiche ist? Werden wir gleich rausfinden. Wir müssen mal ein bisschen anpirschen. Ich sehe sie jetzt zwar nicht. Ach doch, hier vorne. Ja, kommt ruhig schön ins Wasser. Ich würde jetzt natürlich die Vierer noch mitnehmen. Wo waren die jetzt? Der Wind steht ziemlich gut, ja. Hier hinten war Klobe da hinten, oder? Nein, wir gehen noch ein bisschen ran. Hier vorne macht mir Angst. Wenn die jetzt losfliegen, sind natürlich auch die anderen weg. Will da hinten voll in den Haufen. Sollen wir mal weiter oben lang gehen? 25 Meter, ja, okay. Die sollen mich jetzt hier unten nicht entdecken. Ich will die da oben haben. Die alle da hinten oder kommen die jetzt alle hierher? Das wäre natürlich auch sehr nice. Die jetzt alle hierher kommen. Naja, es war klar. Da war ich jetzt zu nah dran. Ach, das war doch schon wieder ärgerlich. Wir können ja einfach mal reinhalten. Gucken. Wir haben natürlich keine getroffen. Da war ich jetzt selber dran schuld. Bin ich zu nah reingegangen. Da wollte ich. Aber da hinten liegt doch einer. Also einer haben wir getroffen. Schon mal gut. Der Hoffnung, ob die nochmal zurückkommen. Das werden wir gleich rausfinden. Dann sprinten wir mal schnell zu der, die wir geschossen haben. Aber ich kann jetzt gerade nicht in den Chat gucken. Ich kümmere mich gleich darum. Hier lag doch irgendwo einer. Hier. Das war männlich, okay. Für die mal, gibt es ein bisschen mehr Geld. Gibt es sogar 21. Ah, die verkaufen wir. Okay, das waren also die. Für die Zwergschneegänse zählt das. Wir haben jetzt 1,04 und 6 brauchen wir. Das heißt, die müssten jetzt wahrscheinlich nochmal wiederkommen. Aber ich glaube wohl eher nicht, dass die nochmal wiederkommen. Aber wir müssen erstmal hier das Gebiet aufdecken. Was ist denn das? Müsste da eigentlich das Bedürfnisgebiet mir hier angezeigt werden? Klingt aber natürlich nichts auf. Oder habe ich das jetzt schon freigeschalten? Muss ich mal gucken. Nee, da ist das Gebiet. Was haben wir hier nochmal? Da haben wir die Gebiete. Da wäre das Gebiet. Das ist natürlich unten zweit, wo ich mir dann sage, okay. Da wäre dieses Gebiet. Wir können ja hier nochmal. Hier hat es irgendwo geleuchtet. Elch. Ja, ich will mal kein Elch haben. Wildente, oft. Ja, im Endeffekt weiß ich ja, wo sie sitzen. Da muss ich jetzt zwar nicht alle Bedürfnisgebiete hier freischalten. Aber wenn wir jetzt natürlich jetzt eh mal hier sind, können wir das ja natürlich auch noch machen. Wildente, okay. Gut, die Enten kommen also nicht mehr wieder. Na gut, nicht so wild. Nee, ich möchte gern das Fernglas haben. Ja, mit der Steuerung, da muss ich mich auch noch ein bisschen einfuchsen. Ich möchte gern das Fernglas. Jetzt wählt er mir das Fernglas nicht aus. Jetzt noch. Wildente. Gehen wir erstmal wieder Stücke vor.
Wir haben ja hier vorne auch noch Bedürfnisgebiete. Vielleicht finden wir da jetzt noch was. Vielleicht Veilchenente. Wenn ich will ja euch ja auch nicht langweilig hier nur mit langweilen hier nur mit Enten zu schießen. Ich würde ja gern, wie gesagt, jetzt mal. Was haben wir denn da? Sind die jetzt schon wieder da? 150 Meter. Sind das 150 Meter etwa? Ah, die kommen wieder. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob wir jetzt noch weiter die Entenjagd machen wollen oder ob wir doch was anderes jagen wollen. Könnt ihr ja mal ganz kurz reinschreiben, da kann ich nämlich mal schnell einen Schluck trinken. Ich würde ja sagen, guck mal, jetzt haben wir hier alles voller Enten. Veilchenenten sind jetzt hier hinten auch noch. Könnten wir eigentlich theoretisch die Mission ja abschließen? Wäre jetzt so meine Idee. Okay, soll die Quest fertig machen. Na dann machen wir das. Dann sollen wir jetzt noch mal kurz gucken, wo jetzt. Hier hinten waren die Rossenten und dort hinten waren die Veilchenenten eigentlich. Dann schießen wir jetzt noch zwei, drei Enten und dann gehen wir auf was anderes. So machen wir das so. Dann 1, 2. Müssten wir gleich auf die Waffe kommen? Nee. Was haben wir hier? Haben wir hier den, was waren hier? Hier die Veilchenenden. Gehen wir jetzt auf die Veilchenenden. So, ducken. Die sind auf 100 Meter, also gleich hinter dem Gestrüpp. Da haben wir von jeder eine schon mal für die Mission geschossen und dann können wir das das nächste Mal dann so weiterspielen. Halt, langsamer. Haben wir hier vorne noch? Oh, Veilchenenten. Also sitzen sie hier vorne an dem See. An diesmal pirsche ich mich aber ordentlich ran. Nachgeladen haben wir. Wir könnten eigentlich gut zwei Stück. Also natürlich so mehr auf dem Haufen sind, dann passt das natürlich noch besser. Aber die sind gerade so übel zu einzeln. Mal gucken. Veilchenente Weibchen. Wir haben auch ein Männchen. Ah, da sind zwei fast nebeneinander. Das könnte klappen. Na, eine haben wir, ne, zwei haben wir sogar geholt. Passt doch, sehr gut. Was hast du jetzt mit der Waffe? Manchmal ist das Spiel mich ärgern. Verkaufen wir? Oh, hier liegen gleich zwei unten. Oh, da haben wir schon drei geschossen. Verkaufen wir auch. Und hier liegt noch einer. Die verkaufen wir auch. Sehr gut. Aber anscheinend kommen die ja wieder. Ja. Dann verstecken wir uns mal schnell noch. Jetzt habe ich Blut geleckt. Es tut mir leid. So, wo sind sie denn? Die waren doch gerade. Da hinten fliegen sie doch. Kurz das Fernglas benutzen. Ah, jetzt kommen sie langsam wieder. Sehr gut. Na kommt, meine Enten. Müsst ihr bloß noch schön landen. Bin ja gut versteckt hier drin. Ihr dürftet mich eigentlich nicht sehen. Die kommen langsam.
Fliegen sie jetzt nochmal Bogen? Oder was machen die jetzt? Ja, die fliegen nochmal Bogen und wollen landen. Hä? Hab ich sie wieder verloren? Na los, wo seid ihr denn jetzt? Ah, hier über mir. Ah, die wissen, dass ich hier bin. Na los, landet doch nochmal. Hier kommen sie schon wieder. Dann gehe ich nochmal ein Stück woanders hin. Hier durch das Gebüsch. Vielleicht wollte er dann in Ruhe landen. Nee, das habe ich noch nicht rausgefunden, ob man das sieht, wie sichtbar man ist. Aber ich denke mal, wenn man sich in so einem Gebüsch versteckt, dann ist man eigentlich nicht so schnell sichtbar. Ja, die sind zu weit weg. Ich glaube, die haben mich gewittert. Die wissen, dass ich hier bin. Und die sind zu hoch, um die zu schießen. Sind aber verhalten ist aber ruhig. Also eigentlich machbar. Nehmen wir die anderen Enten jetzt, die hier vorne sind. Und die sind weggeflogen, sind erschrocken.